Tag, liebe Schüler. 16. März und jetzt ist heute schon der 9. Juni und wir machen weiter mit diesen Videos. Also, hör verstehen, Papier, Stift und es geht weiter. Dreimal auf Deutsch, einmal auf Französisch. Compréhension de l'oral, trois fois en allemand, une fois en français. Et puis là, c'est le thème der Muttertag, la fête des mères. Also, heute ist Dienstag. Gestern war Muttertag. Meine Familie und ich waren zusammen. Wir haben einen Spaziergang in unserem Dorf gemacht. Wir haben mit meinem Sohn ein Puzzle gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, weil Paul in der Kita ein süßes Geschenk gebastelt hat. Nach dem Abendessen haben wir einen deutschen Film angeschaut. Es war lustig, weil dieser Film eine Komödie war. On recommence. Heute ist Dienstag. Vorgestern war Muttertag. Meine Familie und ich waren zusammen. Wir haben einen Spaziergang in unserem Dorf gemacht. Wir haben mit meinem Sohn ein Puzzle gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, weil Paul in der Kita ein süßes Geschenk gemacht hat. Nach dem Abendessen haben wir einen deutschen Film angeschaut. Es war lustig, weil es eine Komödie war. Piep. Nummer 3. Heute ist Dienstag, vorgestern war Muttertag. Meine Familie und ich waren zusammen. Wir haben einen Spaziergang in unserem Dorf gemacht. Wir haben mit meinem Sohn ein Puzzle gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, weil Paul in der Kita eine süße Vase gemacht hat. Nach dem Abendessen haben wir einen deutschen Film angeschaut. Es war lustig, weil es eine Komödie war. Bip! Pause, vous reprenez. Ah, en français. Je racontais donc, aujourd'hui c'est mardi, avant-hier c'était la fête des mères. Ma famille et moi étions ensemble. Nous avons fait une promenade dans notre village. Nous avons fait un puzzle avec mon fils. J'étais ravie, très heureuse, car mon fils a fabriqué un joli, un mignon cadeau à la crèche. Après le repas du soir, nous avons regardé un film en allemand. C'était drôle, car il s'agissait d'une comédie. Voilà, tchuss!